Moin und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen City Skyline und ich hatte es ja angesprochen gehabt, dass wir das Projekt jetzt mal langsam beginnen, eine kleine Stadt aufzubauen und vielleicht von der kleinen City zur großen Metropole zu werden. Aber so genau weiß ich auch noch nicht, wie ich anfangen soll, denn der Anfang ist immer so eine Rätselei, wie man am besten baut. Denn das Problem ist ganz einfach, dass ich hier die zwei Straßen habe und die zwei Straßen sind zwar ganz cool, aber die zu verbinden, so dass alles auch glatt läuft, ist eine andere Sache für sich. Und ich habe jetzt schon drei oder viermal neu angefangen und hatte mir versucht zu überlegen, wie baust du wirklich von Anfang an eine richtig coole Stadt, die wirklich bis zu die, ich sag mal so, 20.000 Einwohner kommt, ohne dass sie Verkehrsprobleme kriegt. Aber so einfach scheint das gar nicht zu sein. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir einen kleinen Dorfteil jetzt hier erstmal bauen und dazu möchte ich auch ein bisschen anders bauen, denn ich hatte immer angefangen, die Straßen so zu bauen, wie ich sie jetzt hier habe. Und dann hatte ich die Straßen dann so gebaut, dass ich jedes Mal eine Kreuzung hier abgezwackt habe. Wirklich jedes Mal. Und das hat dazu geführt, dass ich immer extreme Stauprobleme hatte. Deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen anders machen. Und das heißt, wir bauen jetzt zwei Längen. Bauen wir zwei? Das sollte... Machen wir drei Längen und dann bauen wir erst wieder einen Block nach oben. Und dann sollten wir auch, wenn es gut läuft, nicht unbedingt überall Probleme haben, wenn wir jetzt auf jeder Hauptstraße die Kreuzung haben, sondern dann machen wir hier eine große Kreuzung und bauen dann quasi hier wieder rein. So, das wird erstmal das Anfangsdorf. Und des Weiteren brauchen wir Strom. Bevor ich jetzt natürlich weiterschalte und die sich alle aufbauen, möchte ich erstmal die erste Grundplanung haben. Denn die Grundplanung ist wichtig und mit der Grundplanung können wir weitermachen. Das heißt, wir zapfen hier ein bisschen Wasser ab und leiten das Ganze hier hinten wieder ins schöne blaue Wasser. Das sieht dann zwar bestimmt voll scheiße aus, aber ja, das müssen wir am Anfang leider machen, denn klären können wir das noch nicht. Das heißt, wir verbinden das jetzt erstmal. Und dann ziehen wir unsere ganzen Wasserleitungen hier lang. So. Da baue ich immer kreuz und quer, also lasst euch davon nicht irritieren. Ich bin da relativ schmerzfrei, was das angeht. Und sogar in meinen eigenen Städten baue ich das einfach nur so, dass es funktioniert, weil es soll ja nur Sinn und Zweck haben. So, in meinen vorherigen Parts habe ich... Na, was heißt vorherigen Parts? In meinen anderen Let's Plays, die ich für mich gespielt habe, quasi, habe ich meine Windkrafträder immer gebaut. Am Anfang. Die waren ziemlich teuer und das Problem ist, wir haben ja auch nicht so viel Wind. Die Karte ist ein bisschen nach oben, nach rechts ausgelegt. Das heißt, wir müssen uns dann nach da hinten erweitern. Aber jetzt können wir da ein bisschen Handhaben von und können jetzt sagen, wir bauen hier hinten. Na okay, ist die Frage, rentiert sich das, wenn ich das da einbaue oder rentiert sich das da hinten? Ja, das ist wieder schwer. Denn ich möchte diese Straßen auf jeden Fall abzweigen und ich möchte gerne das Industriegebiet nicht so weit weg erstmal haben, denn wir können das zum Schluss später weiter ausbauen, denn ich werde wahrscheinlich auf Forstwirtschaft gehen oder so. Das heißt, wir bauen diesmal so, dann bauen wir so und jetzt ist das nächste Ding wieder, ich baue es jetzt mal genauso auf, wie ich sonst nicht bauen würde, sondern... Jetzt haben wir nur zwei Kreuze. Normalerweise würde ich hier zwischen immer gehen und jeden Part hochziehen. Das Problem ist halt dabei gewesen, dass ich jedes Mal Kreuzungsprobleme bekommen habe. Deswegen denke ich mal, sollten zwei Kreuzungen so auslangen. Und wir brauchen auf jeden Fall hier hinten noch eine Straße. Okay, das machen wir. Machen wir das hier unten. Machen wir das hier unten. Das heißt, wir ziehen die jetzt einmal hier rüber. Na okay, machen wir mit einer geborenen Straße. Wir wollen das mit einer geborenen Straße. Na, das sieht aber scheiße aus. Oh, das ist immer dieses Verflixte, was mich nervt. Dass ich keine geborenen Straßen haben möchte. Also, was heißt gebogen? Gebogen ja, aber nicht so einen krummen Bogen. Ich würde sagen, wir markieren jetzt erstmal das, was wir haben wollen. Wir wollen die Gebiete hier erstmal... So, wenn wir das haben, können wir quasi anfangen, die Hauptstraße hier runterzuziehen. Ne, jetzt müssen wir... Ja, das Spiel ist angehalten, das weiß ich. Ist auch ernsthaft so gemacht, also richtig so gemacht worden.
Ja, Ich kann die daneben gar nicht lang ziehen, das ist sehr blöd. Das heißt, ich muss die wieder abreißen und nehme jetzt die Vierer. Die Vierer müssen doch funktionieren. Hä? Warum funktionieren die Vierer denn jetzt nicht? Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Zeit geachtet. Das heißt, ach, ich kann das mit meiner Audiospur abgleichen. Das und dann ist es ja egal. Beim letzten Spiel, wo ich angefangen habe, konnte ich die hier wegziehen. Dann müssen wir das jetzt anders machen. Wie machen wir das am besten? Das ist jetzt eine gute Frage. Können wir die ein bisschen schräg machen? Das wird uns, glaube ich, nichts bringen, ne? Nee, ich kann da hinten nicht ranbauen. Oh Gott, warum geht das denn nicht? Das ist doch scheiße. Wenn ich jetzt einen Kreisel dahin baue, dann fahren die sich alle in den Kreisel tot, ne? Dann fangen wir jetzt einfach so an. Wir ziehen die nach unten, dann rüsten wir die später ein bisschen auf. Und das sollte für den Anfang reichen. So, und wir haben jetzt hier zwei Spuren, ne? Das müssten zwei Spuren sein. Hier kommen die drauf. Komm, wir machen jetzt einfach mal auf langsam. Dann bauen die auch noch wenigstens ein bisschen. Stimmt, wir brauchen Strom. Strom machen wir hinten. Wasser ziehen wir auch noch rüber. Einmal das Wasser hier rüberziehen. So, und dann müssen wir den Strom. Ja, den können wir hier nicht lang bauen. Dann ziehen wir den hier so lang. Und wir ziehen den dort oben hin. So, dann sollte das jetzt schon mal ein bisschen laufen. Aber ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie ich am besten bauen kann. Ich meine, wenn ich jetzt hier eine Einbahnstraße baue und die unten verbinde, dann müsste ich die quasi da auch draufsetzen. Machen wir das mal. Wir bauen quasi eine Brücke. Geht das denn jetzt nicht oder will das nicht gehen? Eine Brücke. So, und dann bauen wir die Brücke mit einem Kreis. Und dann bauen wir die Brücke da dran. So, jetzt machen wir die hier weg. Die machen wir nochmal weg. Und dann ziehen wir die Einbahnstraße. Na, jetzt brauchen wir das Tool wieder mit dem Marken. Ziehen wir die Straße hier runter. Jetzt geht das nicht mehr. Geht doch. Und dann ziehen wir die hier lang. Und jetzt kommt dieses heikle Problem, was ich immer habe. Ja, genau, das war klar. Es war so klar, es war so klar, dass das nicht funktioniert. Leute, das funktioniert nicht. Ich verbaue mich die ganze Zeit, das ist voll peinlich. Das müsste jetzt die Einbahnstraße sein, die eine Richtung. So, und dann werden wir hier unten dafür sorgen, dass wir das quasi so verbinden und dann. Können die jetzt auch hier so lang? Ich hoffe es. Oh, das sieht doch wieder scheiße aus. Das sieht doch richtig kacke bestimmt aus. Ich meine, jetzt kommen die da runter. Dann können die hier direkt. Na, jetzt muss ich die Straße auch nochmal entfernen. Oh, das ist doch voll Humbug. Meine Planung ist echt für den Arsch, wisst ihr das? So, jetzt haben wir da die Einbahnstraße, die reinkommt. Und hier gehen wir mit der Einbahnstraße, die rauskommt. Und dann müssen wir aber auch noch dafür sorgen, dass die Einbahnstraße hier hinten. Wieder drauf kommen. Das heißt, die können jetzt hier rein, fahren ins Industriegebiet rein, fahren hier wieder raus, können entweder hier rumfahren. Dann können wir sagen, wir fahren mit einer gebogenen Straße da rein. So. Oder die fahren weiter und die hier können wir auch noch mal hier abzweigen. Ja, das können wir hier so reinlaufen lassen.
Jetzt können die wieder hier rauffahren, die können hier reinfahren. Und jetzt brauchen wir aber nochmals... Na, eine Kreuzung möchte ich hier nicht bauen. Wenn wir die darüber ziehen, das ist auch blöd. Dann machen wir jetzt so eine Wendeschleife. Eine Wendeschleife und dann sollte das funktionieren. Nur, wie ziehe ich die am besten? So funktioniert das nicht. Das funktioniert so nicht. Mann, warum funktioniert das nicht? Okay. Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das denn nicht? Das ist so blöd bei dem Spiel manchmal. Manchmal funktionieren die Straßen nicht. Gefälle zu steil. Hier ist doch gar kein Gefälle. Willst du mich verarschen? Meine Herren, wir wollen doch noch was sehen heute. Dann machen wir das jetzt so. Mit dem Spezialbautool. Das Spezialbautool will nicht. Gefälle zu steil. Das ergibt alles keinen Sinn, was ich hier baue. Wisst ihr das? Hier können die rumfahren. Dort können die rein und rausfahren. Ja, da doch, das ist okay, aber... Mann, warum geht das nicht? Leute, helft mir. Das ist grauenvoll. Jetzt aber, komm. Ja, Mann. Jetzt funktioniert es. Und dann lassen wir die da reinfahren. Das ist perfekt. Das ist nicht perfekt. Das funktioniert wieder nicht. Dann lassen wir sie da reinfahren. Komm, das gucken wir uns jetzt erstmal an. So, jetzt brauchen wir noch das schicke Industriegebiet. Einmal hier die zwei. Und, ich bin so immer so ein Typ... Oh, die haben ja gar keinen Strom. Warum haben die keinen Strom? Das ist doch angeschlossen. Ha! Der Strom hat sich kaputt gemacht. So, und ich bin immer so ein Typ, ich baue auch immer die Einkaufszentren mit hier dran. Ich weiß, hat sich bis jetzt immer sehr rentiert und ich fand es sehr, sehr cool. Und die können dann auch quasi sich ihre Materialien von den LKWs immer direkt abholen. Heißt, wir bauen hier ein bisschen Industrie hin. Nicht Industrie, ich meine Einkaufszentrum, sorry. Und jetzt können wir den ganzen Verlauf mal ein bisschen zugucken und schauen mal, wie es sich entwickelt. Oh, 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 oh. Können wir doch noch nicht. Wir brauchen nur noch Strom hier. Das ist mal so eine Sache für sich, ne? Dieser Strom. Immer brauchen wir Strom. Strom hier, Strom da. Okay, wir gucken weiter hinzu und schauen jetzt einfach mal, wie es wird. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wie ihr es gebaut hättet, weil ich wollte einfach versuchen, dass die LKWs, die in die Stadt müssen, in die Stadt können, die LKWs aber, die wiederum ins Industriegebiet müssen, ins Industriegebiet kommen. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel diese Straße upgrade oder ich baue eine zweite Straße, dann fahren entweder alle LKWs eine Straße entlang oder die LKWs fahren kreuz und quer. Und das ist doch ein bisschen anstrengend gewesen, denn ich krieg's einfach nicht geschissen, dass wir wirklich sagen können, hey, alle LKWs fahren da lang oder die trennen sich quasi, dass wir, wenn wir 100 LKWs haben, dass 50 die eine Straße nehmen und die anderen 50 die andere Straße nehmen. Und ja, da können wir zwar mit arbeiten, dass wir später die Richtlinie nehmen, denn ich packe gerne Richtlinien in meine Stadt rein, dass keine LKWs da durchfahren können, aber dann stapeln sich die LKWs an anderen Stellen. Und in jedem Industriegebiet bei mir, egal wie klein oder groß, ich hatte in meiner letzten Folge, also ich hatte gestern ein bisschen weiter gespielt, weil ich habe mir eine neue Stadt gebaut, ziemlich cool, und habe gesagt, hey, wir bauen hier so einen Stadtteil, so einen schönen kleinen Stadtteil auf und nur in diesem Stadtteil werden wir kleine Häuser bauen. So, und dann habe ich gesagt, also zum Beispiel da ganz, ganz hinten, da baue ich ein riesiges Stadtteil auf und dieses Stadtteil wird das Hochhausviertel. Also wir haben nur Hochhäuser, Industrie, haben wir weiter abseits, haben Forstindustrie gebaut und. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel gebaut. Das Problem dabei war aber, ich habe meinen Bahnhof dann dahin geknallt und dachte mir so, okay, der ist weit weg, du hast eine Spur, also ich habe so eine Art Kreis gebaut und die LKW-Fahrer sind dann alle, wirklich alle, zum Bahnhof gefahren. Und dann hatte ich einen Massenstau und dieser Massenstau hat sich dann ausgebreitet bis zu meiner richtigen Stadt. Und seitdem habe ich totales Chaos in all meinen Straßen. Oh nice, wir sind aufgestiegen. Wir haben jetzt 440 Einwohner. Und das heißt, wir können die Grundschule, Arztpraxis und Mülldeponie bauen. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen jetzt direkt die Schule.
Denn sonst verblöden die mehr. Und ja, wir brauchen auch dumme Arbeiter. Hört sich blöd an, aber wir brauchen auch dumme Menschen. Leute, die nichts gelernt haben. Weil ohne dumme Menschen können wir wahrscheinlich manche Plätze nicht belegen. Das heißt, wir bauen dort das erste hin. Ah, jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr für das da. Und die Mülldeponie. Oh, das ist Pflicht. Die muss direkt gebaut werden. Die Mülldeponie. Wo schmeißen wir die Mülldeponie mal hin? Wir schmeißen die Mülldeponie mal. Das Tool muss wieder an. Wir schmeißen die Mülldeponie mal hier hinten hin. Nein, nicht Kurven bauen. Wir schmeißen die jetzt hier hin. Und so haben wir jetzt die Chance, dass die Müllfahrer quasi, wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, dann hier dürfen sie nicht rein, hier dürfen sie rumfahren. Ich glaube, die Müllfahrer, die fahren jetzt alle einmal außenrum komplett, ne? Ich hätte sagen sollen, dass quasi hier noch ein Zweig nach oben geht. Egal, das ist auch erstmal egal. Hauptsache, wir gucken. Gucken wir mal, wie der fährt. Wir gucken uns das jetzt mal an. Mal kurz pausieren. Und dann schauen wir mal, wo fährt der lang? Der fährt jetzt hier unten lang. Fährt er jetzt nach rechts? Der fährt jetzt nach rechts. Okay, also der fährt in die City rein. Und wenn die jetzt quasi von der City in das Industriegebiet wollen, können wir ja mal sagen, wir ziehen eine Straße. Ah, das geht nicht, ne? Kann man das hier irgendwie so rumbauen? 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 Bauen rum? Ne? Geht nicht. Dann bauen wir halt hier so rum. Da so. Jetzt haben wir nämlich die Chance, dass die Müllfahrer auch direkt dorthin fahren können. Und dann entlastet sich auf jeden Fall die Straßen ein bisschen. Warum hat der denn da hinten nichts gebaut bis jetzt? Die wollen unbedingt noch mehr Einwohner. Einwohner, 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 Einwohner. Immer nur Einwohner. Und wir gucken mal, wie das Industriegebiet hier läuft. Das ist doch schön. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen kleinen Teil gebaut. Ich sage aber an dieser Stelle erstmal schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Und tut mir leid, aber der erste Teil ist immer so ein bisschen Planung. Danach schmeißen wir immer mehr rein und immer mehr rein. Und dann werden wir diese Stadt auch ein bisschen mehr ausbauen. Wir haben hier ein totales Chaos von Kreuzungen und Abfahrten. Aber ich hoffe, es geht auf. Ich hoffe es. Abwarten, wie es wird. Weil bis jetzt haben wir 473 Einwohner. Und das ist relativ wenig. Also so ab 15.000 fängt das Chaos dann richtig an, wenn die ganzen Leute in die Städte wollen. Und dann die von den Städten in die Industriegebiete fahren. Und dann zu den Bürogebäuden und, und. Aber wie gesagt, das quatschen wir dann irgendwann mal, wenn wir in den nächsten Parts sind und ich welche hochgeladen habe und ich meine ersten Kommentare von euch lese, denn dann könnt ihr mir Tipps geben, wie ich was ausbessere. Vielleicht habt ihr sogar das Spiel selber und könnt die Strecke, sag ich mal, ein bisschen nachbauen und dann verschönern und dann nochmal einen Screenshot machen, mir hochladen. Alles möglich. Ich gucke mir das auch alles gerne an. Ich kommentiere auch gerne alles. Kein Problem. Und ich sage an dieser Stelle schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und das wird wahrscheinlich gleich sogar sein, denn ich werde weiterspielen und ihr werdet die Parts leider später sehen. Also haut rein, Leute.